Guten Abend, das waren John F. und die Gropius-Lerchen mit dem Lied Berlin, Berlin oder ein Herz kennt keine Mauern, wenn die sich mal nicht irren. Ich kenne Herzen, die bestehen überhaupt nur aus Mauern. Hier in Berlin hört man dieses Lied den ganzen Tag von morgens bis abends und in Westdeutschland habe ich das überhaupt noch nie gehört, das war jetzt unser Service. Dieser Herr Broder, mit dem ich hier sitze, hat, weil er schon im plünderungsfähigen Alter ist, mir auf der Herreise ein Antiquariat geplündert und dieses schöne Buch mitgebracht. Das hat er mir geschenkt und da habe ich drin gelesen. Und da war eine ganz beeindruckende Geschichte drin vom Herrn Oberschulrat, der den kleinen Fritz auf sein Wissen prüft. Ich lese mal ein kurzes Stück vor. Da ertönte auch schon die tiefe Stimme des Herrn Oberschulrates. Nun erzähl mir einmal, mein Junge, was du über die Gründung deiner schönen Vaterstadt weißt. Wir ahnen es schon. Ein ungeheurer Schreck fuhr Fritz in die Glieder. Davon wusste er überhaupt nichts. Er senkte den Kopf und schwieg. Da fasste der Oberschulrat Fritz scharf ins Auge und sprach erzürnt: Du bist ein ganz fauler Schüler, du hast nichts gelernt. Setz dich, ich will nichts mehr von dir wissen. Und wir fragen uns, wie viele Berliner sich in diesen Tagen bei einer solchen Frage ebenfalls setzen müssten und Oberschulrat Diebken würde nichts mehr von ihnen wissen wollen. Also wir, Elke und ich, wir haben uns gestern vor Ort sachkundig gemacht und die obligate Wessi-Touristentour durch Kreuzberg und das anliegende Gelände unternommen. Wir haben sehr viele Graffiti dabei gesehen und eins ist uns besonders aufgefallen, 750 Jahre sind genug, war da irgendwo auf eine Mauer geschrieben. Das ist ein witziger Spruch, aber wir sind damit überhaupt nicht einverstanden. Wir meinen, man sollte einmal wenigstens die versprochenen 1000 Jahre voll machen. Ja, 1000 Jahre ist es her. Schöne Überleitung. Das, ja, ist das nicht toll? Also das muss einem einfallen. Ja. Nein, dass ihr beide nicht mehr zusammen im Fernsehen wart. Dietmar Schönherr und Vivi Bach. Wie lange ist es wirklich her? Live im Fernsehen zusammen? 14 Jahre. Ja. Das letzte Mal bei... 72 was. Bei Wünsch dir was. Ja. Ist das so oft wiederholt worden? Nein, einmal, glaube ich, irgendwo. Ich glaube gar nichts über Öl. Ich meine, einmal hat es eine Reprise gegeben. Ja, das glaube ich. Ja, eine hat es gegeben, eine sogenannte Wiederaufwärmung, aber das war nicht das, das glaube ich nicht. Das Sie waren immer kreuzunglücklich dabei, ne? So im am Anfang, kann man das nein, am Anfang nicht, aber ich kannte nicht dieses Gefühl, so ohne Narrenkappe da zu stehen. Ich kannte nur so als Schauspielerin zu arbeiten und dann plötzlich war ich Vivi. Und war eigentlich so, nachher war ich da, fand ich das. Und das hat mich gestört, muss ich sagen, dass ich so angegriffen wurde als Person. Und es wurde dann auch ganz hysterisch, weil die Bild-Zeitung hat uns also versucht zu vernichten. Und es wurde wirklich also ganz fürchterlich und das endete mit Bewachung, also mit schusssicheren Weste für den Dietmar, Bombendrohungen zu Hause. Ich musste evakuiert werden, 14 Tage und so. Und das fand ich wirklich nicht schön. Und wie Sie da evakuiert wurden, hat die Zeitung sicher sofort geschrieben, Dietmar und Vivi trennen sich. Das haben wir ja naja, auch. Das, ja, klar. Zum 34. Ja. Aber warum wurden Sie denn so angegriffen? Er war doch immer der Bösewicht. Ja, ich weiß es nicht. Es war meine Sippenhaftung, Sprache. Sippenhaftung sozusagen. Die Sprache. Ja, ich glaube schon. Und, Ausländer. Es war auch so, so eine schwierige Sendung zu machen für einen Ausländer. Das ist wirklich, also wenn Sie Ihre Sache machen müsste jetzt in Englisch oder Französisch, das ja, wäre auch doch klar. Nicht. Also in meiner Muttersprache würde ich es sicher viel besser machen können. Aber haben Sie denn mal je daran gedacht, sowas in Dänemark zu machen oder nein, ein Angebot gekriegt? Nein, Sie haben sowas kennen wir gar nicht. Nee? Sie sind von Beruf ja auch nicht Talkmasterin. Und nein, eigentlich nicht. Nee, ich wollte das nicht werden, aber ich bin so hineingeschlittert durch diese Sachen. Und früher hatte ich viele Filme gemacht, lustige Filme und... dann kam ich direkt ins Fernsehen rüber. Alberne auch zum Teil. Sehr. Und dann hatte ich mich zwischen alle möglichen Stühle gesetzt, also sehr alberne Filme, obwohl ich in Dänemark sehr schöne Filme gemacht habe. Dann Fernsehtante und dann war ich plötzlich eben zwischen den 13. Stuhl gefallen und da saß ich auf dem Boden und kein Mensch wusste, dass ich Filme gemacht habe. Und Fernsehtanten machen eben keine Filme und dann wurde ich ganz vergessen. Haben Sie die Malerei dann so aus der Kiste gezogen? Nein, ich habe immer... Rettungsanker oder war das nee, immer schon? Ich habe immer gemalt und ich habe immer ein bisschen geschrieben. Ich habe auch übersetzt und ich habe immer kreativ gearbeitet nebenbei. Und jetzt habe ich meinen eigenen Bauch
Bauchladenhandel und das taugt mir. Wie geht das? Das geht gut. Ich habe so einen Bauchladen und da habe ich so ein bisschen Idee und einen Zeichenblock und dann zum Beispiel habe ich eine Uhr gemacht, eine Umweltuhr, die habe ich zufällig dabei. Können Sie Gott sehen? Und darauf ist ein Baum und er verliert. Was ist Umweltuhr? Die zeigt uns, dass es 5 vor 12 ist? Ja, das war eigentlich die ursprüngliche Idee, aber es ging nicht. Und da habe ich gesagt, na, man müsste eine Uhr machen, wo alle Blätter von den Bäumen fährt. Wir fuhren durch Deutschland, Schwarzwald und auch im Norddänemark. Und ich habe also diese toten Wälder gesehen und das war, man wird stumm vor Trauer, wenn man das sieht. Und da habe ich gedacht, also eine Uhr, wo die Blätter runterfallen. Und die Uhr ist aus Holz, ganz und gar. Die ist ganz aus Holz und das ist eine gesunde Uhr, man kann sie vergraben, sie verschmutzt nicht. Und jeder, der so eine Uhr kauft, pflanzt einen Baum. Das ist das Wichtige dabei. Er pflanzt einen Baum, wenn man eine Uhr kauft. Aber das Holz, aus dem diese Uhr gemacht wird, kommt nicht aus Deutschland. Ne? Nein, das ist ein harter Holz und es ist irgendwie präpariert worden. Also das ist halt und. Mhm. Aber das hat ein Jahr Garantie. Man darf nur nicht tauchen damit. Das ist das Einzige. Mit Holz? Das will auch. Du kannst nie trinken mit dieser Uhr dann. Man schwimmt immer um. Naja, da müsste es ein bisschen glasförmiger sein. Also sie macht alles Mögliche. Sie macht Tapeten, da haben wir ein dickes Album mit Tapeten. Ja, ich habe Tapeten gemacht und dann habe ich ein Buch geschrieben über meine Kindheit. Das habe ich gelesen, das finde ich wunderschön. Dankeschön. Sie sind wirklich eine Dichterin. Dankeschön. Das ist richtig schön, dieses Buch. Also ich gebe zu, alle diese Vorurteile, die man hat, ich dachte, nur war sie Schauspielerin und Sängerin und nun macht sie Tapeten und dann schreibt sie auch noch ein Buch und nun will ich es aber netterweise lesen. Ja. Und dann habe ich es gelesen und habe mich sehr amüsiert über, das ist ein Buch aus Ihrer Kindheit. Das ist ein Buch aus meiner Kindheit. 10% habe ich erlebt und der Rest ist Lüge. Und das ist so schön, die Lüge ist so schön. Ja. Also sie lässt Klassenkameradinnen, die sie nicht leiden kann, in Kisten ersticken. Sie ist es also gar nicht so ganz brav, daherkommendes Buch. Es hat mir sehr gut gefallen. Und haben Sie mit diesem Buch Erfolg oder schwer damit? Nein, ich hatte einen großen Erfolg. Es wurde 50.000 Mark verkauft. Das ist ganz selten für so ein Buch. Und kam auch in Dänemark natürlich raus und darauf wurde eine Kinderserie fürs Fernsehen gemacht mit Musik, Jazzmusik für Kinder. Jede Geschichte kriegt ein eigenes Lied und das war eigentlich sehr entzückend. Das habe ich gerne schön gemacht. Was ist mit gemeinsamen Plänen jetzt im Moment? Nee. Oder nee, in der Zukunft wieder? Nee. Nein, das Wichtigste finde ich. Ich reg mich so viel auf, wenn er sich aufrege und das ist nicht gut. Also gemeinsam ist nichts mehr geplant, auch nicht Schauspielerei. Sie haben ja mal zusammen Theater gespielt, ja, ne? Lilium. Ja, das habe ich auch gern gemacht. Ja. Ich finde das, wenn wir zusammen leben können, das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünschen würde. Dazu haben wir so wenig Zeit, also nehmen wir uns das mal vor. Ich lese seit mehr als 20 Jahren eben, dass Sie sich ständig trennen. Ja, wir auch. Ja, wie ist das, wenn man so ein öffentlicher Mensch ist? Naja, wenn es oft genug gesagt wird, glauben Sie Leute, aber ich meine, wir sind nur, sitzen mal wieder hier. Also. Alter. Sie haben ja überhaupt viel Böses abgekriegt in der Kritik. Wie kann man damit leben? Wie erträgt man das? Also über Sie, ich habe das jetzt gelesen, ist ja so viel geschimpft und gezetert worden. Das fing an bei den Talkshows, dann bei Wünscht dir was natürlich, dann als Sie Regen ein Arschloch nannten im Fernsehen. Darüber gibt es ja direkt eine Dokumentation, ein Buch, was man Ihnen da alles vorgeworfen hat. Viel Feind, viel Ehr, könnte man sagen. Aber ist einiges davon auch zurecht geschrieben worden? Würden Sie heute auch sagen, ich habe auch viel Mist gemacht? Sicher. Wer macht nicht Mist im Laufe eines Lebens? Und sicher habe ich auch Mist gemacht. In vielen Beziehungen habe ich aber auch prophetisch die Wahrheit gesagt. Zum Beispiel? Naja, also der von Ihnen zitierte Präsident bestätigt sich ja im Amt nicht nur, sondern bestätigt ja laufend das, was ich Ihnen gesagt habe. Also an Uninformiertheit und ich weiß auch nicht, was, ich meine, das ist der mächtigste Mann der Welt. Also vielleicht ist das Wort unpassend, aber ist aber ganz egal, es ist ja nur war ja eigentlich nur so als Signal gedacht. Sie haben wohl auch Probleme, weil Sie spontan sind und weil Ihnen viel rausrutscht, was Sie hinterher, wenn Sie es bedenken, wohl anders gemacht hätten. Ne? Ja, ich finde aber, das ist eigentlich das Wesentliche, was unserem Fernsehen fehlt. Also was auch unserer Fernsehunterhaltung fehlt. Das soll ja unterhaltend auch sein, was wir hier machen. Und wenn nun immer alle nur immer nicken und das alles nur gut finden, dann wird das ja wahrscheinlich unheimlich langweilig. Mhm. Und vor allen Dingen ist ja da auch dieses berühmte Gesetz jetzt eingeführt worden mit der Ausgewogenheit. Ne? Und ich habe da jetzt dem Herrn Hilf einen Brief geschrieben, wo ich ihm sage, also Journalismus, der ausgewogen ist, das kann man ja nur vergleichen mit der Waage, die steht. Also eine Waage, die ausgewogen ist, steht
Und Journalismus, der ausgewogen ist, bewegt sich nicht mehr und ist tot. Und eine Talkshow, wo alles ausgewogen wäre, das ist ja zum Sterben langweilig. Nee, das wollen wir auch, glaube ich, alle nicht haben, so ein Fernsehen, in dem alles nett und lieb ist. Aber es ist natürlich manchmal schwer, weil in der Öffentlichkeit sich jeder so nett darstellen will, wie er sich findet. Und dann ist es sehr schwierig, wenn dann die Talkmaster zum Beispiel, nennen wir es mal so, zugreifen und packen, dann heißt es, das sind vielleicht böse Menschen, so jemand Nettes machen die so fertig. Damit muss man ja dann aber auch leben, damit haben sie ja auch leben müssen. Ja, damals, ne? Na, mir haben also die Verantwortlichen oder die Fernsehgewaltigen dann vorgeworfen, ich wäre zu milde gewesen und wäre zu kontemplativ, muss ich dann auch im Lexikon nachgucken, was das überhaupt heißt. Also zu beobachtend, abwartend gewesen. Und aber so, es gab auch sehr witzige Sachen, die hören ja mich. Ein Journalist hat mal geschrieben, ihre Ernennung zum Talkmaster sei die kurioseste Beförderung, seit Kaiser Caligula seinen Gaul zum Konsul ernannt hat. Ja. Da hat er sich aber wirklich Mühe gegeben. Ja, also es stand in der Welt, aber ich fand es damals trotzdem witzig. Nicht? Ja, also, und das hat sie, glaube ich, nicht sehr getroffen oder beleidigt. Nein. Weil sie haben sich selbst auch gelegentlich in Charakterisierungen gesonnen. Sie haben mal über sich selbst gesagt, sie seien der Parsifal des Coca-Cola-Zeitalters. Was ist denn das? Ja, das ist eine Übertreibung. Ach, Hamlet, was der alles gesagt hat, wenn wir ihn da überall packen würden. Er hat auch mal gesagt, wenn ich mit 60 immer noch im Fernsehen sitze, dann hänge ich mich an der nächsten Kudamm-Laterne auf. Er wird übermorgen 61. Bald, morgen. Also, wie ist es? Schon mal umsehen. Aber er ist auch, sagte mal seine Frau, ein grundehrliches, gutmütiges, cholerisches Rumpelstilzchen. Das stimmt. Ja? Ja. Ein gutmütiges, cholerisches Rumpelstilzchen. Geht das zusammen? Ja. Ja. Doch. Ich bin gutmütig, glaube ich, eigentlich und sehr ehrlich. Und das wird natürlich manchmal außerordentlich krumm genommen, weil man die Wahrheit ja nicht so gerne hört. In letzter Zeit machen Sie viel von sich reden und reden auch selber viel über Ihr Engagement in Nicaragua. Und auch das nimmt Ihnen ja natürlich nicht jeder ab sofort. Ich muss darüber reden, weil es ja durch Spenden, weil diese Arbeit, die ich mache, sich durch Spenden finanziert. Und wenn ich also das jetzt heimlich im Kämmerchen machen würde, würde ich nicht sehr viel Geld zusammenkriegen. Daher muss ich darüber reden. Aber Sie kennen sicher das Argument, erst Karl-Heinz Böhm und nun fängt er auch an und nun fangen die Schauspieler an. Es sollten viele das anfangen. Erzählen Sie mal, wie es dazu kam. Also ich bin gar nicht böse, wenn man mich da mit Karl-Heinz Böhm vergleicht. Ich bewundere das sehr, was er macht. Es sollten viele Kollegen das machen. Und nicht, man sollte nicht sagen, jetzt macht er das auch noch. Wir sind ja nur zwei, die das machen. Das ist ja nun wirklich bei so einer unendlichen Zahl von Künstlern aller Schattierungen sehr wenig. Nicht? Also, dass man sich einsetzt für eine Geschichte, die man eben für gut hält. Für die Menschen in der dritten Welt, die dadurch so, denen es dadurch so schlecht geht, weil wir jahrhundertelang sie so miserabel behandelt haben und sie heute immer noch miserabel behandeln. Nun ist es aber auch immer, und das hatte Henrik letztes Mal schon, als wir den Üxküll zu Gast hatten, da hast du, glaube ich, gesagt, das ist immer so eine, bei den Deutschen so was Romantisches, man will die Revolutionen und die Veränderungen immer in der Ferne. Die Welt retten. Die Welt retten in der Ferne. Ich bin mir völlig und darüber im Klaren, das dass ich die Welt nicht retten kann, aber ich kann einen kleinen Beitrag leisten. Und Romantiker bin ich, glaube ich, keiner. Aber die Geschichte mit Nicaragua ist trotzdem seltsam. So ehrlich, um Sie zu zitieren, das Unternehmen in der Tat ist. Nicaragua ist ja heute so etwas wie ein Abenteuerspielplatz für den frustrierten mitteleuropäischen Intellektuellen. Unter anderem auch, ja. Für Sie nicht? Für mich nicht. Aber Sie haben gesagt... Vielleicht hat es so angefangen, dass die erste Reise dahin im Zuge dieser Mode war. Als ich zum ersten Mal hinfuhr, wusste ich ja über das Land nur so viel wie der Durchschnittszuschauer oder der durchschnittsbelesene Mitteleuropäer. Und mein Bild habe ich mir ja vor Ort gemacht in einer ersten langen Informationsreise, über die ich auch da ein Buch geschrieben habe. Zufällig habe ich es auch dabei, Nicaragua mi amor. Ich habe da versucht, meine Eindrücke aufzuschreiben. Und ich glaube, ja, also der Franz Alt hat darüber geschrieben, stellenweise zu romantisch. Vielleicht bin ich auch im Zusammenhang mit diesem Land romantisch, das mag durchaus sein. Ich glaube aber, dass dieses Land das einfach braucht, dass man ihm hilft. Und das halte ich dann nun wieder überhaupt nicht für romantisch. Nein, das nicht. Aber was macht die Anziehungskraft von Nicaragua für jemanden wie Sie aus? Schauen Sie,
Bösartigerweise könnte man sagen, solange in Hessen ein Haus abgebrannt wird, in dem ein Asylantenhaus eingerichtet werden soll, das als Pass pro Toto genommen, es gibt andere Vorfälle, solange so etwas hier vor der eigenen Haustür passiert, gibt es hier also genug Hausaufgaben zu machen. Also Sie würden sagen, Herr Broder, ich sollte meine Arbeit hier machen? Nein, ich würde Ihnen überhaupt nichts vorschlagen. Ich frage Sie nur, warum Sie sie drüben machen. Also wenn ich Sie... Erstens mal bin ich der Meinung, wir leben hier in hochsozialisierten Staatsgebilden. Das betrifft Schweiz, Österreich oder Deutschland, im Bundesrepublik in gleicher Weise. Und die Randgruppen oder die armen Leute, die es zweifellos auch hier gibt, für die hat diese Gemeinschaft selber aufzukommen. Und diese Staaten, die riesige Steuern eintreiben und einnehmen, haben sich um diese Randgruppen selber zu kümmern. Das kann nicht meine Aufgabe sein. Auf der anderen Seite, wenn ich hier so eine Arbeit wie in Nicaragua machen würde, also ich würde, weiß ich, irgendwo in einen Ort fahren und würde jetzt mit meinen eigenen Händen eine Schule zusammennageln, dann würden die Leute sagen, ach, jetzt macht er hier irgendwie eine Show und wahrscheinlich ist das eine Rolle, die er spielt und die Kameras sind irgendwo versteckt, denn mit der Wirklichkeit kann das ja nichts zu tun haben. Das heißt also, meine einzige Möglichkeit, so eine Arbeit zu machen, ist dort hinzugehen, wo die Leute mich nicht kennen und wo sie eben, wenn ich einen Nagel einschlage oder wenn ich ein Dach fest draufhiebe, es für tatsächlich wahr halten. Und ich meine, das stimmt schon, dass natürlich viele dort ihre Ersatzrevolution sehen und glauben, dass sie nun dort eigentlich ihre Träume erfüllt sehen. Da kann es endlich klappen, nicht? Da kann es endlich stattfinden. Dort ist vieles auf dem Wege, was sehr gut ist. Was sich hier schon nicht mehr bewegt auch. Wie bitte? Was sich hier schon gar nicht mehr bewegen könnte. Hier bewegt sich ja leider Gottes wenig, das muss man ja zugeben. Hier gibt es immer wieder Jugendliche, die ich treffe, die eben von dieser No-Future-Philosophie ergriffen sind, sofern man das eine Philosophie nennen kann, aber halt dieses Nicht-dran-Glauben, dass es weitergeht. Und dort ist es eben genau anders. Dort trifft man Menschen, für die es nichts Wichtigeres gibt als die Zukunft. El Futuro ist einfach das Wichtigste im Leben, weil sie sagen, schlechter als es uns im Augenblick geht, kann es uns ja nicht gehen. Es kann nur besser werden und das ist unsere Chance. Und deswegen müssen wir alles dafür tun. Aber Sie waren vorher, wenn ich das richtig nachgelesen habe, auch hier in der Friedensbewegung aktiv und engagiert. Richtig. Und da gibt es ein Statement von Ihnen, wo Sie sagen, das geht nicht mehr, das schrumpft, das wird immer weniger sinngemäß. War das so? Ja. Also ich stelle fest, nachdem ja so viel von mir hier zitiert wird, ich hätte öfter meinen Mund halten sollen. Aber nein, gut, wir haben es alle aufmerksam verfolgt. Nein, das war wirklich. Ich betrachte mich auch heute noch als Bestandteil dieser Friedensbewegung. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass so etwas gibt. Natürlich hat man sich viel zu sehr konzentriert auf diese Pershing und auf die Cruise Missiles und hat ganz übersehen, dass das Komplex Frieden, dass das Thema Frieden ja viel komplexer und umfangreicher ist. Und als diese Pershings aufgestellt wurden eines Tages, mitten in Deutschland, da ist eigentlich dieser Friedensbewegung die Luft ausgegangen. Und das wurde dann so eine theoretische Geschichte, die nicht gelungen war. Und deswegen habe ich eigentlich daraus die Konsequenzen gezogen und habe mir gesagt, ich möchte was Praktisches tun, ich möchte diese Friedensarbeit fortsetzen in einer anderen Form, indem dass ich eben Leuten, die vom Krieg betroffen sind, versuche, ein Stück Frieden zu bringen oder sowas. Wie ist das mit Ihnen, Vivi? Teilen Sie das aus Liebe, weil er das macht, oder ist es auch Ihre Überzeugung, Sie gehen jetzt mit ihm nach Nicaragua? Ja, ich war einen Monat mit drüben dieses Jahr und ich fahre wieder rüber jetzt im Juli. Ich finde das richtig. Und mein Hintergrund für diese Arbeit ist ganz anders, als man hier glaubt. Ich bin in eine kleine Straße groß geworden. Mein Vater war ein ausgebeutetes Kind, war als junger Mann Kommunist, wurde später Sozialdemokrat. Wir haben bei uns politisch gelebt, wir haben Nächstenliebe, habe ich gelernt, zu Hause. Und das übe ich auch jetzt aus. Mhm. Ich bin so schnell von Wünsch dir was weggekommen. Ich möchte noch einmal dahin. Auch deshalb, weil mir ist eingefallen, wir haben noch so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, den wir zeigen möchten, aber nicht nur deshalb. Könnte man denn so eine Show, die ja sehr spektakulär war, da passierten ja sehr Sachen, von denen heute noch geredet wird, könnte oder müsste so denn Fernsehen heute aussehen, weil so viel kritisiert wird, die Unterhaltung im Fernsehen ist so seicht, so langweilig geworden. Ich finde es auch idiotisch, diese ewigen Quiz-Sendungen, wo irgendjemand was besser wissen muss als jemand anders, das haben wir ja nur den ganzen Tag und das soll uns abends auch noch unterhalten.
Aber wäre das eine Möglichkeit, dass man Leute, die nach Geld suchen, in Schlangen fassen lässt oder junge Mädchen mit der durchsichtigen Bluse, das wird ja immer gern zitiert. Wie müsste es denn aussehen? Wann könnte man denn mal da anfangen, was zu renovieren oder zu verändern? Wie müsste das aussehen? Also ich glaube, man kann da keine Rezepte geben. Ob es so aussehen müsste, wie es zu wünschen dir was zeigen, aber ich glaube nicht. Das hat sich ja irgendwann auch totgelaufen. Und wenn das nun wirklich so, so wichtig und so gut wäre, dann würde es ja so eine Art Fernsehunterhaltung geben. Ja, Fernsehunterhaltung ist ja wichtig, wissen wir ja. Die ist sehr wichtig. Sehr wichtig, ja. Aber sie wird ja immer seichter und es wird immer alberner und immer blödsinniger. Ich bin da genau der gleichen Meinung. Nur wenn ich es sage, klingt es ja so, als ob ich nun unendliche Sehnsucht nach diesen alten Zeiten hätte. Das ist ja gar nicht der Fall. Aber ich meine, Unterhaltung darf doch ruhig auch gesellschaftspolitisch kritisch sein. Wenn das heute so wäre, wenn so eine Show da wäre und wenn es das gäbe, würden Sie dann nochmal sowas machen? Oder ist das für alle Zeiten vom Tisch? Ich würde es schon machen, wenn man mir genügend Freiheit geben würde. Und Vivi guckt entsetzt. Vivi würde es sicherlich nicht machen. Der Mann ist immer für Überraschungen gut, ne? Jetzt gucken wir uns das doch nochmal an. Wir haben ein kleines Stück aus dieser Geschichte, wo eine Familie im Wasser versenkt wurde und erst unter Wasser die Autotür aufmachen durfte. Schildern Sie doch mal, wie Ihnen da zumute war, Vivi. Ich bin weggelaufen, ich habe gar nicht zugeschaut. Also die Vorgeschichte... Es war so, die Familie wurde ausgesucht. Sie mussten alle in einem Schwimmclub sein und tauchen können und so weiter. Und das war das erste Spiel, wo unsere Leute Bescheid wussten, was auf ihnen zukommt, dieses eine Spiel. Sie hatten auch also die Möglichkeit, mit ihr Feuerwehr zu üben in ihren Gemeinden. Und das war zum Beispiel schon der große Fehler, dass dieses Mädchen gleich die Tür aufgemacht hat, das Fenster runtergedreht hat und raus ist. Dadurch sind die Wassermassen viel zu schnell ins Auto rein. Wir haben Ihnen das genau erklärt. Und dann war es ein englisches Auto, sie hat es zugesperrt darauf. Aber es war vor jeder Tür einen Taucher. Und die waren da, man hat sofort auch die Türen aufgemacht und das Wasser war warm, geheizt. Und es war ein kleiner Unfall, wirklich. Also ich weiß noch, dass wir damals viel über Sie alle gelästert haben. Heute tue ich ab, bitte innerlich, wenn ich mir Shows angucke, wo jemand mit der Nasenspitze die Wassertemperatur misst. Ja, ja. Wünsche ich mir manchmal etwas mehr Drive, so wie es damals gewesen ist. Man muss dazu sagen, dass wir selber, das ganze Team, vorher das ausprobiert hat. Das heißt, wir sind alle in dieses Auto reingegangen, haben uns versenken lassen. Und ich gebe zu und habe das auch damals gesagt, es war außerordentlich unangenehm, da drin zu sein, in diesem Käfig. Aber es war natürlich immerhin so, dass man ja wusste, dass da Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Man kommt da es wieder war auch raus. Auf einem Kran, unangenehm. Also das Auto konnte innerhalb von einer Sekunde in die Höhe gekieft werden. Das war auch noch da. In dem Material, was ich so über Sie gelesen habe, von ganz früher, wie diese wilde Liebesgeschichte anfing, stand immer, dass sich das verliebte Paar Bach-Schönherr so dringend Kinder wünscht. Dazu ist es nicht gekommen. Wäre es für Sie denn ganz aus der Welt gewesen, Kinder zu adoptieren? Nein, aber als wir uns entschließen, dann war Dietmar zu alt. Wir sind 14 Jahre auseinander und das ging dann nicht mit den Jahren und dann durften wir nicht. Wir haben schon versucht. Was halten Sie von diesen Leihmüttergeschichten, wie man heute hört? Ich meine das jetzt nicht für Sie, sondern mich interessiert Ihre Meinung dazu. Ach, ich meine, wenn ein Ehepaar furchtbar gern ein Kind haben will und... Sogar um den Preis? Ja. Sie haben mal ein Kinderheim eröffnen wollen, glaube ich, vor vielen Jahren. Ja. Wie fiel das Peace auf? Now. Weil es Peace Now, Frieden jetzt heißen sollte. Und da gibt es noch eine zweite, genauso erfolglose Bewegung des gleichen Namens. Daraus ist bei Ihnen nichts geworden, nein, nicht wahr? Nein. Warum? Es ist groß angekündigt gewesen. Es war so, dass damals schon gleich Angriffe auf mich einsetzten von Seiten von Journalisten, die mich merken ließen, wenn ich das mache, werden sie mich vernichten. Warum? Weil sie sagen, jetzt mischt er sich in eine Sache rein mit Kindererziehung, davon soll er nun wirklich die Finger lassen. Und ich habe mich dann also, so gut es ging, aus dieser Geschichte wieder rausgezogen. Ja. Aber sagen Sie, an der Ehrlichkeit und an der Direktheit kann es allein nicht liegen, dass Sie so jahrelang ein Buhmann waren. Über Sie ging ja der Satz, Sie seien im Fettnapf zu Hause oder Ihr zweiter Wohnsitz sei der Fettnapf. Sowas glaube ich. Das kann es nicht gewesen sein. Andere Leute sagen ja auch ganz offen ihre Meinung, wie Hildebrand zum Beispiel, andere gute Unterhalter. Und die werden nicht so eingemacht wie Sie. Wie kam das bei Ihnen?
Das kann ich sehr schwer selber beurteilen. Vielleicht habe ich ein ganz besonderes Talent für Fettnäpfe. Und bei den anderen wirkt das irgendwie vielleicht nicht so schlimm wie bei mir. Das kann ja durchaus sein. Was meinst du denn dazu? Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, du machst deine Sachen sehr gut, aber du hast ein irrsinniges Glück, immer der Erste zu sein für irgendetwas und dann der Belzebub zu werden. Der erste Talkshow. Der war der erste Talkmaster. Und dann wünschte was auch eine neue Art von Unterhaltung. Und immer war der Erste und dann hat er immer die Ohrfeige. Der Erste kriegt die Ohrfeige. Kann es nicht sein, dass die Leute auch ein bisschen provoziert waren, weil es immer so einen pädagogischen Anspruch hat? Das haben sie auch so gesagt. Sie haben einmal über Wünsch dir was gesagt. Die Sendung soll nicht nur eine pädagogische Wirkung haben, sie soll auch unterhalten. In dieser Reihenfolge? In dieser Reihenfolge. Ja, ja. Na, ich fand's ein bisschen unangemessen, weil zumindest hätte die Reihenfolge. Klingt ja ganz deutsch. Unangemessen. Ja. 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 Nein, ich meine, das ist schwer für mich zu beurteilen. Ich meine, natürlich ist das was anderes, wenn der Hildebrand eine Pointe loslässt. Und das ist eben Satire oder Kabarett. Da wird ja viel mehr toleriert, als wenn man das eben in einer Samstagabend-Unterhaltungssendung macht. Und die Leute ja immer dachten, der ist ja das Fernsehen. Das Fernsehen hat das ja auch immer wieder mir bestätigt. Sie dürfen so nicht reden, weil sie sind wir. Also sie sind unsere Identifikation. Und wenn sie sagen, irgendeine Sache behaupten, dann sagt man, das Fernsehen meint das. Und das ist natürlich völlig Quatsch, weil ihr sagt ja auch hier eure persönliche Meinung und nicht die Meinung des Fernsehens. Das ist aber nicht immer einfach klar zu machen, das kennen Sie auch. Ja. Nee. Dabei haben Sie ganz anders angefangen. Ihr erster Film hier hieß, glaube ich, Junger Adler oder so ähnlich. Jawohl. Und dass Sie sich nicht auf die Gnade der späten Geburt berufen, kann man das ja ruhig zitieren. Das darf man zitieren. Es war ein übler Schinken. Das war ein ganz übler Schinken. Und ich war neulich in der UFA-Fabrik draußen, dort wurde es gedreht und in Babelsberg war ein Durchhaltefilm der Nazis. Herbert Reinecker hat das Drehbuch geschrieben. Herbert Reinecker hat das Drehbuch geschrieben. Der ist natürlich wesentlich erfolgreicher als viele andere geworden. Wurde nicht so eingemacht wie Sie, nicht wahr? Nein, sicher nicht. Ja. Alfred Weidmann war der Regisseur. Und dieser Film da spielte ich einen Lehrling in einem Flugzeugwerk. Und ich war allerdings der Böse auch wieder. Also ich habe da wieder auch nicht dem Trunk verfallen, aber es gab also eine Szene, wo ich da betrunken war und dann ein Auto zerstört habe. Also ich war der böse Bub, aber nachher habe ich doch also die Kameraden dazu bewegt, eben in Nachtschichten die Kanzeln für die Heinkel Kampfflugzeuge zusammenzubauen. Also so ein Ding war das. Roder versteht überhaupt nicht, warum Sie Ihren Adelstitel abgelegt haben. Er hat gesagt, genau, wenn ich doch sowas hätte, ich sehe es dir an, wenn ich doch sowas hätte, wie wäre ich stolz, wie würde ich es tragen? Und er wirft das einfach weg, das muss ein Dummkopf sein. So hat er gesprochen gestern das ist Abend. Er heißt ja Dietmar Edler von Schönleiten oder Schönherr? Schönleiten. Dietmar Schönherr, Edler von Schönleiten. Ist das schön? Herrlich. Ja. Herrlich. Aber hätten Sie nicht gerne so gehalten? Ich meine, mein Gott, ich würde dann nie fertig werden. Edler von Schönleiten. Wenn ich das so unterschreiben sollte, wäre er dann Montag. Also, ja, so kann man es natürlich komisch. Mein Vater hat es abgelehnt. Der Adel. Den heiratest du nicht, der Sohn. Naja, mit von und Baron und sowas. Nee. Vater Bach wollte das nicht. Wieso? Ist doch gut. Mit sowas kriegen Sie sofort einen Kredit bei der Bank. Müssen Sie überhaupt nicht. Ist wahr. Nein, müssen nicht das hätte mal ich wirklich müssen. Vorweisen. Ja, Peter. Also, nein, es ist so. Mein Großvater war ein General der österreichisch-ungarischen Armee, Kaiserschützengeneral. Und diente während des Ersten Weltkrieges, man hatte eine größere Schlacht irgendwo geschlagen, was ja Generäle so an sich haben, an der Schönleiten. Das ist ein Berg, der so heißt. Und er wurde dann vom Kaiser für Tapferkeit geadelt. Kriegte also diese Und der Titel. Enkel ist in der Friedensbewegung, eine peinliche Familie. Ja, Schande, wirklich. Mein Vater ist dann auch noch General gewesen, aber ich bin dann abgeirrt. Irgendwie von diesem Weg und ich bin eben Pazifist und ich will eben ganz andere Schlachten schlagen und ich glaube, dass dieser Adelstitel einfach deswegen nicht zu mir passt. Außerdem hat die österreichische Republik 1918 die Adelstitel bei Strafe, also abgeschafft, bei Strafe verboten und da ich ja eben so ein ordentlicher Mensch bin. Weiß das Karajan? Karajan darf das sicher. Ja, aber die Österreicher wissen sich auch wunderbar zu helfen. Ich fahre schon deswegen gerne nach Wien, weil ich sofort bei der Eintragung im Hotel promoviert werde. Nicht? Man bekommt automatisch den Doktortitel. Ja, also insofern haben die Österreicher diesen Verlust leicht überwunden, glaube ich. Die haben ja jetzt ihren Waldheim, das ist vielleicht Ersatz für vieles. Vielen Dank.
an Sie beide fürs Kommen. Was wir denn, Bibi? Nein, nein, jetzt ist gut. Wunderbar, das ist ehrlich. I don't know. Ich habe sie getroffen. Behind unseren Linien. Yesterday. Und ich habe sie versteckt. You speak German? Was haben Sie? Ja, wir haben uns halt durchgeschlagen. Bis hierher. Lebt sie noch? Nein, sie ist tot. Schon seit 2 Stunden. Wie haben Sie das geschafft? In der Nacht. Ich habe sie getragen. Meistens. Einsteigen. Ja, ich möchte nur die Konserven. Los, keine Faxen! Sie sprechen mal gut Deutsch. Darf man auf Berlin tippen? Oder wie? Fahren wir jetzt wieder Richtung Front? Auf dem Flugplatz, da steht, wer sich ergibt, der kommt ins Hinterland. Auf dem Lautsprecher haben Sie das auch gesagt. Sie haben nicht zufällig einen Büchsenöffner? Tada! Ja, Georg Stefan Troller aus Paris. Und der junge Mann in dem Jeep auf dem Beifahrersitz, das sind Sie, das waren Sie. Im Jahre 44, richtig? 45. 45. Ende 44, Anfang 45. Ja. Auf dem Weg nach Wien. Auf dem Weg zuerst nach Deutschland und dann nach Wien. Ja. Sie haben in diesem Krieg, habe ich gelesen, einen einzigen Schuss abgegeben. Stimmt das? Ja, und der war irrtümlich. Wie kam's? Ich habe vergessen, nach dem Wache stehen das Gewehr zu entsichern. Und sonst sind Sie ohne zu schießen durch den ganzen Krieg gekommen? Ja, aber ich bin beschossen worden. Und Sie haben nicht zurückgeschossen? Nein. Warum nicht? Sind Sie auch ein Pazifist? Nicht in dem Moment. Es hat sich nicht so ergeben. Aber ich hätte geschossen. Man hat auf Sie geschossen, Sie haben nicht zurückgeschossen. Ja, es war in dem, das war beim Rheinübergang. Ich bin zum Rhein runtergelaufen, obwohl ich eigentlich hätte gar nicht müssen. Ich war ja in einem Gefangenenvernehmungsteam, war also gar nicht Infanteriesoldat. Aber ich wollte den Rhein sehen und wollte sehen, wo Hagen den Nibelungenschatz versenkt hatte in dem wunderschönen Film von Fritz Lang. Aber so war es gar nicht. Und ich schaute und
guckte nach dem Nibelungenschatz als amerikanischer Soldat. Und in dem Moment schoss jemand vom anderen Rheinufer auf mich. Da habe ich mich geduckt. Und dann sind Sie weiter. Gefahren, marschiert. Sie sind ja ein sehr bekannter Unbekannter. Man kennt Ihre Stimme, man kennt die Vielzahl Ihrer Arbeiten im Fernsehen, das Pariser Journal im ersten Programm, dann die Personenbeschreibungen im ZDF. Sie selbst kommen als Gesicht in Ihren Filmen gar nicht vor, deswegen kennt man nur Ihre Stimme. Das ist Ihre Absicht, nicht wahr? Nicht aufzutauchen, nicht vorzukommen selbst. Ja, erst einmal, weil ich eine ganz bestimmte Form mit diesen Reportagen, die wir machen, verbinde. Und dazu gehört, dass die Hauptperson nicht ich bin, sondern der andere. Und dann denke ich mir, dass ich nicht die Art von Gesicht habe, die man vielleicht 25 oder 30 Jahre lang sehen will. Also zeige ich es erst gar nicht. Da sind Sie sehr bescheiden. Also andere Kollegen, die Filme machen, lieben es, den größten oder einen großen Teil der Zeit mit den Selbstaufnahmen zu verbringen. Das sind so die sogenannten Paczenski-Features, wo er ausführlich sich selbst präsentiert. Würden Sie sowas nicht gerne mal machen? Nie. Das ist überhaupt nicht mein Bier. Aber jetzt haben Sie die Regel eigentlich durchbrochen. Sie haben einen, wie ich finde, herrlichen Film geschrieben, Axel Cordia hat ihn inszeniert, über sich selbst. Das ist Ihre Geschichte. Und nicht nur das, sondern ich trete sogar darin auf, obwohl ich niemand erkannt hat. Im zweiten Teil, als auf dem Schiff, vom Immigrantenschiff in New York herunterkommender alter Emigrant. Ja. Es ist, um es kurz zu sagen, die Geschichte eines Wiener jüdischen Emigranten, der nach Amerika geht, vertrieben wird, emigrieren muss und dann als US-Soldat wieder nach Europa zurückkommt. Wie sind Sie auf diese Geschichte gekommen? Nach 30 Jahren darstellen andere Personen? Ja, weiß auch nicht. Ich hatte 30 Jahre lang das Gefühl, aber das ist wirklich ein sehr unbewusstes Gefühl, dass ich erst eine Stellung im deutschen Fernsehen erwerben muss, in der man mir glaubt, in der man mir alles abnimmt, in der man mir nicht mehr widerstehen kann, weil man weiß, dass ich die Wahrheit spreche. Und dann wollte ich meine eigene Geschichte erzählen, dass man nicht mehr sagen kann, das hat er ja erfunden. Aber das war nicht so bewusst. Aber im Nachhinein merke ich es jetzt, dass das so war. Ich finde, es ist ein grandios gelungen. Ich habe selten eine Serie über Migranten gesehen, die einerseits sentimental, aber nicht kitschig ist und wo diese Menschen nicht als Helden, sondern wirklich als unschuldige Menschen dargestellt werden, die vom Schicksal verfolgt werden. Und Sie haben es auch geschafft, es mit sehr viel Komik aufzufüllen. Ja, genau. War das Ihre Absicht? Ja, absolut. Ja. Weil man natürlich dem Lachen nicht widerstehen kann. Und während man der Sentimentalität sehr gut widerstehen kann. Und der Feierlichkeit wunderbar widerstehen kann. Aber wenn man lacht, so lacht man mit. Oder jedenfalls wollte ich, dass man mitlacht, mit meinem doch reichlich unbedarften und auch verstörenden und doofen Hauptdarsteller. Und dann muss man sich ja mit ihm identifizieren. Und das wollte ich. Sie haben einmal über sich gesagt, Sie seien Emigrant auf Lebenszeit. Das ist kein Geheimnis. Sie leben mit einem amerikanischen Pass in Paris, sprechen mehrere Sprachen fließend, arbeiten für europäische Fernsehanstalten. Sind Sie immer noch Emigrant auf Lebenszeit? Ich glaube, es gibt gar keine anderen Emigranten. Selbst die zurückkommen, kommen ja nicht so zurück, dass ich nachher mit den Leuten, unter denen sie vielleicht einmal glücklich, brüderlich gelebt haben, wieder identifizieren können. Sondern es bleibt immer eine Fremdheit. Man wird nicht zum Ausländer, aber man kehrt auch nicht zurück zum Inländer. Es bleibt da eine Distanz, die auch ihr Gutes hat. Aber die bestimmt jeder rückkehrende Immigrant kennt. Und ich bin ja nicht in dem Sinne zurückgekehrt. Ich arbeite für Deutschland, für Österreich und so weiter, lebe aber im Ausland. Also bin ja eigentlich noch Emigrant. Aber wer von uns ist überhaupt heute noch fest verwurzelt in irgendeinem Land? Ich meine, Absolut. Das trifft es natürlich ganz besonders, das Schicksal damals der jüdischen Emigranten. Aber heute gibt es das doch kaum noch, dass jemand richtig da lebt, wo seine Wurzeln sind oder waren. Es ist alles ein einziges großes Deswegen habe ich auch, das war einer der Gründe, warum ich so viel Humor versucht habe, da reinzutun. So viel Lachen, weil ich natürlich unauffällig daran gedacht habe, an die
Boat People, vietnamesische Migranten, an die äthiopischen und so weiter. Heute ist die ganze Welt unterwegs und flieht vor irgendetwas. Und dann natürlich auch, weil ja auch in Deutschland niemand mehr da lebt, wo er herkommt. Die Leute fragen immer, wo bist du her? Wer kann das noch sagen? Wer lebt noch da, wo er her ist? So ist die Eltern sind aus Berlin oder aus Bayern oder aus Westfalen, aus Köln, also schon allein innerhalb von Deutschland. Könnte man sagen oder würden Sie das zynisch empfinden, dass die Vertreibung und die Emigration für Sie auch ihr Gutes gehabt haben? Sie sind ein denkender Mensch geworden. Ja, also erst einmal bin ich ein Mensch, der irgendwo natürlich von der Emigration, unter anderem von den Sprachen, die er dabei gelernt hat, und von der Fähigkeit, mit den Leuten verschiedenster Nationalität nicht nur auszukommen, sondern sich identifizieren zu können. Das hat mir beruflich ungeheuer geholfen. Und ja, gerade diese Distanz mit gleichzeitiger Sehnsucht nach Zugehörigkeit, unerfüllbarer Sehnsucht nach Zugehörigkeit, ist doch dieser innere Kampf, der fruchtbar ist. Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie nicht vertrieben worden wären? Irgendwo schreiben Sie, Ihre Eltern wollten aus Ihnen einen, wie es sich für eine anständige jüdische Familie gehört, einen Rechtsanwalt oder einen Arzt machen. Eine vorstellbare Vorstellung? Ja, der ältere Bruder muss das Geschäft übernehmen. Mein älterer Bruder hat in der Hochschule für Welthandel, ein berühmtes Nest des Antisemitismus in Wien, studieren müssen. Und ich durfte, war dazu ausgesehen, einen freien Beruf zu erteilen. Und ich wäre ganz bestimmt zum Arzt kaum geeignet, zum Rechtsanwalt kaum geeignet, wäre wahrscheinlich Lehrer geworden oder so etwas, oder Psychoanalytiker gebildet. Also danken Sie dem Schicksal oder verfluchen Sie es? Ich habe so lange verflucht, dass ich es jetzt segne. Wir wollen noch mehr von ihm hören, aber weißt du, dass das Gespräch im Grunde hier zu Ende sein müsste? Ich habe extra mitgestoppt und weißt du auch warum? Nein. Nicht, weil wir mit Vivi und Dietmar natürlich alles überzogen haben, sondern, ich habe es mir aufgeschrieben, er hat mal gesagt, dass sich nicht alle Menschen, über die er Filme macht, eignen für einen Film. Manche sind 10 Minuten Menschen, manche sind 15 Minuten Menschen. Er schätzt sich ein als einen 7 bis 8 Minuten Menschen. Das hätten wir dann jetzt. Da sehen Sie mal, wie schnell 7 bis 8 Minuten rum sind. Sie sind doch mehr als ein 7 bis 8 Minuten Mensch. Wir wollen noch 9, mehr wissen. 9. Er hat auch mal 9? Gesagt, dass er über sich nie einen solchen Film zu machen erlauben würde, wie er sie über andere macht. Warum sitzen Sie trotzdem jetzt dann hier? Ist das fair? Die Herausforderung hat mir gefallen, weil ich normalerweise nicht fähig bin, solche Dinge, deswegen zeige ich mich ja auch nie, ja, zu machen. Aber ich habe mir gedacht, einmal möchte ich das probieren, ob ich das kann. Ist es nicht frustrierend? Also Henrik spricht gerade das Faire an. Das ist ja bei diesen Filmen, auch die Sie machen, man braucht ja auch eine Portion Indezenz, um den Leuten so auf den Leib zu rücken. Das brauchen wir ja hier auch. Mir fällt das immer ganz besonders schwer. Ist ja nicht so aus. Ja doch, fällt mir schwer. Also so richtig so... Und der Bruder ist schon gar nicht so... Nee, der Bruder ist viel Nein, frecher Nein, wir überspielen das, ja das nur. Wir überspielen das nur wirklich. Ich muss mich immer zwingen zu so ganz privaten Fragen oder sowas. Das fällt mir schwer. So frech sein kann ich schon, aber das Private fällt mir. Man muss sie vorher aufschreiben und ablesen. Ja, ich nummerieren. Tue das immer, aber ich verliere immer die Zettel und weiß dann wieder nicht. Wenn sie nummeriert und aufgeschrieben sind, so liest man sie auch ab. Nein, wir machen das ja, aber die Gäste halten sich nicht an die Reihenfolge. Aber haben Sie nicht manchmal auch einen Frust verspürt, wie wir ihn auch verspüren in Talkshows, Sie bei Ihren Filmen, dass bei diesen prominenten Interviews oder sagen wir mal so, wie umgeht man, dass das nicht immer nur wieder dasselbe kommt? Das sind ja geborene Selbstdarsteller. Jemand wie Dietmar, der immer fort was anderes sagt und immer hochgeht, muss man ja suchen. Die meisten sind ja ganz nett und angepasst und sagen immer das Gleiche. Wie schaffen Sie das, dass die dann plötzlich ungewöhnliche Dinge tun und sagen vor einer Kamera? Oder dass Sie das dann senden dürfen, dass Sie ihnen nicht hinterher in den Ohren liegen und sagen, wenn Sie das senden, nur über meinen Anwalt? Ich glaube, es kommt darauf an, dass man diesen Menschen am Ende so nahe kommt, dass er vergisst, dass er da gedreht wird, sondern er meint, nur Sie höchstpersönlich sind an ihm höchstpersönlich interessiert. Und zwar so interessiert, dass es ums Leben geht, um Biegen und Brechen. Ja, wenn Sie ihm das vermitteln können, dass Sie das brauchen, was er hat, um überleben zu können, weil Sie verloren sind in diesem Moment. Ah, das ist aber, sind Sie so oder tun Sie dann Nein, so? Ich bin so. Ich bin so. Sie brauchen das wirklich dann? Sie leben mit dem, 10 Tage lang? Ich habe alles gelernt von diesen 300 Leuten oder so, mit denen ich Filme gemacht habe.
Es waren ja auch nicht nur Prominente, ne? Nein, sehr oft gar nicht. Und von denen hat man am meisten gelernt. Irgendwann gar nicht mehr überhaupt auch. Nein, 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 das interessiert mich weniger und weniger. Mhm. Naja, aber von denen lernt man so viel. Und die eigene Unsicherheit bringt einen dazu, ihn zu fragen, ja, was, die Lebensfrage, wie überleben Sie? Wie können Sie überhaupt überleben? Also machen Sie Filme, um sich das Leben zu erklären, um sich selber. Wie kann man überleben? Wo wir doch alle wissen, dass irgendwo unser Leben unmöglich ist. Jeder fühlt es auf seine Art irgendwo unmöglich. Eigentlich darf ich nicht überleben. Einen Menschen wie mich darf es gar nicht geben und so. Jeder hat das schon mal gespürt in bestimmten Situationen, ja? Und wenn Sie auf diesen Nerv kommen, und dieser Nerv liegt bei mir ziemlich bloß, und wenn ich den bei anderen Menschen bloßlegen kann, dann läuft das. Sie haben auch mal in der Serie, glaube ich, einen sehr schönen Satz einem der Schauspieler sagen lassen, Leben, das ist sich durchwursteln. Ja. Aber für die meisten Leute ist Leben ein klares Konzept. Nein, nein, also ein klares Konzept hat niemand. Die Leute behaupten, ein klares Konzept zu haben, aber am Ende wurschtelt sich natürlich jeder durch, weil wir alle ja doch, oder fast alle, nicht zu der Realisation dessen kommen, was wir uns einmal erträumt haben als unser eigenes Ideal. Das Durchwursteln bringt mich auch zum nächsten Komplex, mit dem ich eigentlich anfangen wollte. Sie haben sich ja wieder in österreichische Geschäfte eingemischt, was Sie eigentlich nicht machen wollten. Wie kam das? Ich war so sauer auf dem Waldheim. War? Ist es bin, schon vorbei? Bin. Nein, nein, aber ich wurde auf einmal sauer. Aber der Waldheim überrascht mich ja nicht. Halb Österreich ist wieder Waldheim. Aber das... Ja, dann ist er am richtigen Platz, nicht? Ja, genau. Ja, aber dann muss man Österreich aufgeben. Und das will ich ja doch nicht. Warum? Ja, weil es ja doch irgendwo meine Heimat ist. Aber... dass so viele Leute und vor allem, dass die ganze Presse sich auf eine so unwahrscheinliche Art also den Waldheim-Fall zu einem Fall, zu einem letzten Endes, die Juden sind an allem schuld, was man ja in Österreich immer geglaubt hat. Aber dass das so deutlich wieder gesagt werden darf von den Medien, dass dass die Kommentatorin der Presse, also der angesehenen Zeitung Österreichs, schreiben darf, der Holocaust war ja entschuldbar, nein, ich meine nicht entschuldbar, ich meine erklärbar. Das darf wieder geschrieben werden in Österreich. Da habe ich angefangen, mir einzumischen. Ja, aber warum? Schauen Sie, Sie leben seit langem als amerikanischer Staatsbürger in Paris und Sie können eigentlich die österreichische Geschichte Ihrer Biografie abhaken. Nee, das ist meine Jugend. Das ist meine Jugend und ich stehe zu meiner Jugend. Und ich stehe auch insofern zu meinem Österreichertum. Dieses Land hat mir ungeheuer viel gegeben. Ich habe es ungeheuer geliebt und liebe es jetzt noch irgendwo. Und meine Aggressivität, die sonst gar nicht so hervortritt, tritt da hervor, also gar nicht in Deutschland, weil ich ja Deutschland nie gekannt habe, aber sie tritt da hervor, wo ich meine Jugend verbracht habe. Wo ich geliebt habe. Aber das können Sie doch als Erinnerung behalten und im Übrigen das Österreich von heute den Österreichern von heute überlassen. Ja, das habe ich auch lang genug getan. Was sagst du so, als würde nicht alles zusammenhängen, als wüsstest du das nicht. Man kann auch Sachen abschreiben. Ja, sowas kann man nicht abschreiben. Könnten Sie sich vorstellen, ein Waldheim-Porträt zu machen? Nein. Ich kann in meinen Porträts, in meinem Format eigentlich niemand fertig machen. Das kann ich. Also, Freud hat einmal gesagt, geben Sie mir 2 Tage mit Stalin und ich rette den Weltfrieden, ja. Ich mache den Mann so fertig innerlich, ja, was ihm bestimmt nicht gelungen wäre. Aber immerhin, der konnte schon ziemlich hart in die Leute ran. Aber das ist nicht mein Bier, nein. Ich bin kein Fertigmacher in meinen Sendungen, ich bin ein Rümer, ja. Aber... Wer verletzbar ist, kann wohl auch nicht verletzen. Oh. Denke ich, oder? Wer das selber... Weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das war... Ich habe keine Ahnung. Das war eine Porträtplattitüde. Ich kann in meiner Art von Filmen kann ich das nicht. Hat das selber mal gesagt, ne? Das sind keine Fertigmacherfilme. Aber wenn ich dann Waldheim auf irgendeine andere Art fertig machen könnte, das ja. Was halten Sie denn davon, dass der nicht einreisen darf? Das ist doch was ganz Schizophrenes. Präsident darf er sein, aber nach Amerika und Kanada als Privatperson darf er nicht einreisen.
Ja. Was zeigt uns das? Dass die Politiker als Menschen eine andere Moral genießen oder was? Nein, das ist eine Formulierung, die hat irgendwie mit der amerikanischen Gesetzgebung zu tun. Aber die interessiert mich auch weniger. Interessiert Sie? Was mich interessiert war, diese ungeheure Welle der Waldheim, der Waldheim-Liebe, die in Österreich ausgebrochen ist. Und dass die Österreicher absolut der Meinung sind, dass die Amerikaner nur dem jüdischen Weltkongress gefolgt sind, also den Weisungen des jüdischen Weltkongresses, wobei ich ja weiß, dass im österreichischen Unterbewusstsein das der Weltjudenrat heißt. Ja? Es gab ja mal Judenrat oder sowas in Auschwitz, Warschau. Ja? Und ich bin überzeugt, dass das im österreichischen Unbewussten der Weltjudenrat heißt. Ja. Ja? Die sehen da eine ungeheure Verschwörung, das Wort Verschwörung habe ich selber in Österreich gehört, eine Weltverschwörung, während dieser jüdische Weltkongress ja in Wirklichkeit nebbig ist. Das ist ja nichts. Ja? Und nein, da sind sie alle davon überzeugt, dass man ihnen ihren Waldheim wegnehmen will. No, fairerweise muss man sagen, dass über die Hälfte der Österreicher Waldheim nicht gewählt haben. Nicht? Das trifft ja auch nicht. 46% haben ihn nicht gewählt, aber 54% haben ihn gewählt. Ja, wenn Sie die dazu rechnen, die sich der Wahl enthalten haben, dann geht die Mehrheit gegen ihn. Aber es ist gut 50-50. Sagen Sie, Sie haben mal gesagt, Sie sind gottgläubig und goethegläubig. Wie geht das zusammen? Nein, ich habe gesagt, die Juden, wo ich aufgewachsen bin, teilten sich in Gottgläubige und in Goethegläubige. Und Sie sind beides? Ja, ich bin wahrscheinlich das, was man damals einen Kulturjuden genannt hat. Was ist denn das? Ich denke, wenn es einen Kulturjuden gibt, dann müsste es auch einen Unkulturjuden geben. Nee, Kulturjude ist einer, der irgendwie... Sehen Sie mal, man hat doch beim, im Prozess des sich Assimilierens an die deutsche oder österreichische Kultur eben den bedingungslosen jüdischen Glauben hintangestellt und hat den ersetzt durch den Glauben entweder an den Sozialismus oder den Zionismus oder an die deutsche Kultur. Und das Ergreifendste, was ich überhaupt hier aus dem ganzen Holocaust gehört habe, das war, dass eine Frau, als sie ins Gas ging, einem SS-Soldaten zugerufen hat, ihr seid doch das Volk Goethes. Das finde ich dermaßen umwerfend. Und so haben wir geglaubt. Natürlich dementsprechend weniger in Österreich als in Deutschland, weil wir da schon vorgewarnt waren durch den alles durchdringenden Antisemitismus in Österreich, schon seit so vielen Jahrzehnten. Also man war vorgewarnt, vielleicht mehr vorgewarnt als in Deutschland. Aber trotzdem, man hat ja geglaubt, dass die kultivierteren Leute, die besseren Leute zu so etwas nicht fähig sind und dass das die Leute sein werden, die die Entscheidungen treffen. Aber so war es ja nicht. Der ewige Kosmopolit, Troller, bleibt in Paris. Faute de mieux, sagt man auf Französisch, weil ich nichts Besseres weiß. Wir danken Ihnen. Das bedeutet die Kette. Ich habe Ihnen einen Heinrich-Heine-Text mitgebracht, in der Vertonung von Christian Bruhn, die Schlesischen Weber. Im düstern Auge keine Träne, sie sitzen am Stammtisch und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir beben, ein Fluch dem Götzen, zu dem wir gebeten, in Winters Kälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt, er hat uns geäfft und gepoppt und genarrt. Wir beben, ein Fluch dem König,
Reichen, den unser Elend nie konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir beben, wir beben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir beben, wir beben. Damit zusammen, dass ich also hier nach diesem Grand Prix 80 angefangen habe, Theater zu spielen, was sich auch mehr regional abspielt, es sei denn, man ist auf Tournee. Friedrich Schütter hat mir damals gesagt, du kannst das und mit dir mache ich den Professor Unrat. Und wir waren anderthalb Jahre fast mit diesem Theaterstück auf Tournee, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Dass das nicht so ein Spektakel ist wie dieses Showgewerbe, was sich ja sehr stark an der Oberfläche postiert, ist doch ganz klar, aber ich meine, das sind für mich alles indiskutable Dinge, weil jeder Mensch macht so seinen Weg und kein anderer kann ihn für mich gehen. Und
mir ist es nicht so wichtig, dass das immer alles auf dem Tablett passiert. Denn die wichtigen Dinge passieren in der Stille, bei mir jedenfalls. Vielleicht ist man über die Veränderung so verblüfft, weil du außen immer noch dieselbe Katja bist wie damals. Es scheint sich gar nichts verändert zu haben. Das lange blonde Haar, sie kann sie mir ja nur nicht abschneiden, deswegen. Nee, aber manchmal gehen ja innere Veränderungen oder Veränderungen im Beruf auch mit äußeren Veränderungen einher. Ja, ich habe nicht den Komplex, dass ich mich also rasieren muss, damit ich meinem Image oder irgendetwas Neuem Ausdruck geben muss, sondern der Mensch an sich in mir substanziell hat sich ja nicht so verändert. Das heißt, er entwickelt sich hoffentlich, aber ich bin nicht substanziell verändert. Ich bin genau Wittgewitsch aus Berlin-Reinickendorf, wie meine Eltern mich hochgezogen haben. Hat sich nichts verändert. Der Beruf ist ein Beruf wie jeder andere, nur dass er sich vor vielen Nasen abspielt und ich als eine da auf diesem...